Workshops sind in Softwareentwicklungsprojekten eines unserer wichtigsten Arbeitsinstrumente. Also ihr sitzt ja nicht den ganzen Tag vor der Maschine und codet, sondern ihr braucht ja irgendwie Kundenkontakt, damit der euch erzählt, was ihr coden sollt. Und ein probates Instrument, nicht nur mit einer Person zu kommunizieren, sondern mit mehreren Personen was zu erarbeiten, ist ein Workshop. Warum macht man Workshops? Ihr führt Workshops durch, um das Wissen und Können aller beteiligten Personen einzufangen. Also ihr ladet zum Beispiel eine Fachabteilung ein und erarbeitet mit denen zusammen ein gemeinsames Verständnis von Geschäftsprozessen. Oder ihr ladet euch IT-Spezialisten ein und erarbeitet mit denen zusammen eine Architektur. Zweiter wesentlicher Grund, Workshops zu machen, ist, dass man einfach die Leute, die da teilgenommen haben, haben danach ein gemeinsames Verständnis von Geschäftsprozessen, der Architektur, den Zielen des Projektes, Themen von User Experience und so weiter. Also deswegen, um ein gemeinsames Verständnis herbeizuführen, führt man Workshops durch. Letzter Grund oder ein weiterer wichtiger Grund, um Workshops durchzuführen, ist, dass man Konsens oder zumindest Konsent herstellen kann. Also ihr ladet eine Menge von Personen ein. Jeder, der was mitarbeitet, stimmt dem, was erarbeitet wurde, eher zu, als wenn man ihm oder ihr das einfach aufzwingt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Organisationsstrukturen verändern wollt, dann ist es auf jeden Fall essentiell, alle Leute, die von der Veränderung betroffen sind, in so einen Workshops mit einzubeziehen, die das Gefühl haben, sie haben mitgearbeitet. Was gibt es für Workshops? Klassiker ist am Projektanfang der Kick-Off-Workshop. Also ihr setzt euch als Projektteam zusammen mit dem Kunden und klärt, stellt euch alle vor, dass man sich gemeinsam kennt und klärt die Projektziele. Zweiter Punkt, oben schon erwähnt, wenn ihr so mit der Fachabteilung zusammensitzt und überlegt, welche Geschäftsprozesse es gibt, könntet ihr das in einem Event-Storming-Workshop gemeinsam erarbeiten. Oder letztes Beispiel, wenn ihr irgendeine agile Methode macht, egal welche, ist am Ende von jedem Sprint oder jeder Iteration immer eine Retrospektive. Und auch das ist ein ganz klassischer Workshop. So, Schritt 1, wie plant man einen Workshop? Ihr startet damit, dass ihr ein Ziel formuliert für den Workshop. Was soll rauskommen? Also man trifft sich nicht einfach so, weil einem langweilig ist, sondern da die Arbeitszeit aller Beteiligten extrem viel Geld kostet. Man kann veranschlagen pro Person pro Stunde 100 Euro. Also wenn ihr da 10 Leute einladet und eine Stunde Tag, sind das schon 1000 Euro. Also deswegen ist es ganz wichtig, die Zeit effizient einzusetzen und deswegen arbeitet ihr zielorientiert. Und diese Ziele schreibt ihr auf. Also ein Ziel könnte sein, die Anwendungsfälle für die Software arbeiten oder Wireframes gemeinsam zu gestalten oder die Architektur zu entwerfen. Überlegt euch also genau, welche Ergebnisse sollen rauskommen und eventuell sind die Ergebnisse aus verschiedenen Teilzielen zusammenzusetzen. Daraus ergibt sich dann die Tagesordnung. Also ihr bringt die Ziele in eine Reihenfolge und überlegt euch, wann man was am besten macht und wie viel Aufwand ungefähr was kostet. Also wenn es jetzt nur so ein erstes Brainstorming ist, sind wir vielleicht mit einer halben Stunde dabei. Wenn es darum geht, einen Geschäftsprozess gemeinsam mit einem Event-Storming-Workshop zu erarbeiten, muss man einen ganzen Tag einplanen und auch das unter schrittweise vorgehen. Und die Agenda, die ihr euch ausgedacht habt, die solltet ihr im Grunde auch schon den Teilnehmern in der schriftlichen Einladung mitteilen, dass die ungefähr wissen, was auf sie zukommt. Dann ist es natürlich wichtig, ist der Workshop in Präsenz, dann muss man entsprechendes Moderationsequipment beschaffen, also Haftnotizen meistens. Ihr braucht einen Raum, ihr braucht Whiteboards, ihr braucht Flipcharts. Es bietet sich an, vielleicht eine externe Location zu buchen, wenn ihr also wirklich gezielt arbeiten wollt. Geht man vielleicht besser in ein Hotel oder kann sich ein Schloss mieten oder sowas. Wenn es ein Online-Workshop ist, braucht ihr auch da eine entsprechende Software, die das emuliert, was ihr eigentlich in Präsenz gemacht hättet. Also klassische Online-Whiteboards wie Miro, Mural oder Colorboard, da gibt es auch viel mehr. Also all das muss man vorbereiten. Und letzter Punkt, ihr überlegt euch, welche Person ihr einladet, denn die Ziele erreicht ihr nur dann, wenn ihr mit den richtigen Personen diskutiert. Also mit wem wollt ihr Konsens erreichen? Ein gemeinsames Verständnis erzielen, wer sind Know-how-Träger, die ihr braucht. Vielleicht ladet ihr einfach verschiedene Perspektiven auf ein Thema ein, also dass man ein Thema mal von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und dann im Diskurs entscheidet. Und eventuell müsst ihr auch darauf achten, dass die Teilnehmer vorbereitet erscheinen. Also schickt denen durch Arbeitsmaterialien vorweg oder eine Aufgabe, die erarbeiten sollen. Und ihr müsst natürlich dann irgendwie absichern, dass die Leute das auch tun. Also häufig genug schickt man den Material raus und dann macht keiner was. Also müsste man da so einen gewissen kleinen Anreiz schaffen, dass die Leute sich wirklich damit beschäftigen. Nächster Schritt, ihr habt alle eingeladen, 2-3 Wochen davor oder vielleicht eine Woche davor, dann sind die jetzt alle da oder in der Zoom-Meeting
Was kann man jetzt machen? Typischerweise wird beim Thema Moderation immer so ein Moderationszirkel verwendet. Also ein ganz bekannter ist der von Josef Seifert. Ich habe den jetzt ein bisschen modifiziert, weil in den Softwareprojekten, die ich kenne, steht die Agenda meistens schon fest. Also man hat sich vorher, der PO vielleicht oder das Projektteam hat sich vorher überlegt, was soll rauskommen. Und dann hat man das vorher schon überlegt. Der Moderationszirkel von Herrn Seifert, der impliziert im Grunde noch, dass das Team sich noch überlegt, was genau im Workshop besprochen werden soll. Also der ist dann noch, hat dann noch einen Schritt mehr. Also ihr startet mit Einstieg und Organisation. Also stellt allen die Agenda vor, besprecht die nochmal, priorisiert das. Wenn Sie Workshop-Teilnehmer sich nicht kennen, sollte man vor oder nach der Agenda nochmal mindestens eine kleine Vorstellrunde machen. Vielleicht können die Teilnehmer nochmal sagen, was sie vom Workshop erwarten. Also ihr müsst sozusagen in diesen ersten paar Minuten eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen. Dann legt ihr gemeinsam die Ziele des Workshops fest und versucht das Vorgehen zu klären. Also in welchen Schritten soll vorgegangen werden, passt die Agenda so, passt das Zeitraster so, wann gibt es Mittagessen, all solche Themen. Dann werden die Themen erarbeitet, also Stück für Stück arbeitet ihr die Workshop-Themen durch, setzt die Arbeitsmethoden ein, die ihr euch ausgesucht habt, also beklebt Canvas, macht Brainstorming, zeichnet gemeinsam und danach werden die Ergebnisse gesichert. Das heißt, alles, was ihr erarbeitet habt, wird fotografiert und in Fotoprotokoll geklebt. Oder ihr sichert nochmal ab, wenn es einen Beschluss gab, Leute, seid jetzt wirklich dieser Meinung und bittet die Leute vielleicht sogar um Handzeichen, also dass ihr die Ergebnisse absichert und danach wirklich ein verbindliches Protokoll habt mit guten Entscheidungen. Und den Abschluss der ganzen Veranstaltung bietet eine Feedbackrunde. Das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Ich habe ja in einem Video schon erklärt, dass man nur durch schnelles Feedback lernt und nach jedem Workshop holt euch das Feedback der Teilnehmer, könntet fragen, wie hat es euch gefallen, was können wir besser machen. Ihr macht ein Dot-Voting und fragt sie ab. Aber ihr müsst also irgendwie eine Form von Feedback einholen und ihr könnt danach auch nochmal überlegen, ob ihr alle Ziele erreicht habt. Nach dem Workshop findet in Nacharbeit statt. Das heißt, was macht ihr da? Also ihr macht ein Protokoll, zum Beispiel fotografiert ihr alle Arbeitsergebnisse oder macht Screenshots oder Exzerpte von diesen Miro-Boards und tackert das in einen PowerPoint-Foliensatz zusammen, kommentiert es vielleicht noch mit ein paar Zusatzinformationen und verschickt das als Protokoll. Vielleicht schreibt ihr auch ein Word-Dokument, das muss hängt oder macht eine Wiki-Seite, abhängig davon, was die Teilnehmer erwarten und was in eurem Projekt Gepflogenheiten sind. Und dieses Protokoll dient ja als Grundlage für die weiteren Arbeiten. Also insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass das Ergebnis über ein Protokoll abgesichert ist. Macht typischerweise der Moderator, weil der wusste, was rauskommen sollte, oder die Moderatorin. Dann versucht ihr die Beschlüsse des Workshops umzusetzen, plant eventuelle Folgeworkshops und was ihr dann noch machen solltet, eine Feedback-Schleife zu machen. Das heißt, ihr setzt euch als Team zusammen oder du als Moderatorin oder Moderator setzt dich hin und überlegst, ist das Ziel des Workshops erreicht worden oder was habe ich hätte ich tun können, damit das Ziel besser erreicht worden wäre. Ne? Also man reflektiert nochmal kritisch, was man gemacht hat und guckt nach, was hätte ich tun können, um das besser zu machen oder was ist gut gelaufen, was wiederhole ich das nächste Mal. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens, ihr probiert vielleicht Methoden aus und vielleicht funktioniert die eine Methode besser als die andere. Und also auch da ist es wichtig, nochmal zu reflektieren, hat jetzt das Canvas gepasst, hat es gepasst, einfach Brainstorming zu machen, sind die mit dem Stift mal klargekommen. Also ihr habt ja Instruktionen gegeben bei den Techniken, mache ich noch ein eigenes Video dazu, habt die Leute das dann arbeiten lassen, hat das mit den Instruktionen richtig gepasst? Hat das Zeitmanagement gepasst? Seid ihr mit den geplanten Zeitfenstern hingekommen? Oder gibt es sonst irgendwelche Dinge, über die man noch nachdenken könnte? Und wie gesagt, deswegen macht ihr auch eine interne Retrospektive, also ihr als Organisationsteam oder du als Moderatorin oder Moderator, weil du aus jeder Durchführung von einem Workshop wieder neu lernen wollt, wie man solche Workshops durchführt. So, jetzt sind wir am Ende von diesem ersten Übersicht angekommen. Ich mache dann noch einige Detail-Videos, also zu einzelnen Arbeitstechniken zum Beispiel. Und wie gesagt, wichtiges Fazit: Workshop ist eines der wichtigsten Arbeitsinstrumente. Das heißt, das müsst ihr üben, wie das geht, damit ihr selber Retrospektiven machen könnt, einen Kick-Off-Workshop organisieren oder Requirements-Engineering-Workshops machen könnt oder einen Architektur-Review-Workshop oder sowas. Also so ein Workshop ist eigentlich Standard. Und das muss man können als ITler. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, würde mich freuen, wenn ihr euch die anderen Videos zu den Workshops auch noch anschaut. Ansonsten schöne Zeit und bis zum nächsten Video.